Oh, ihr seid ja schon da. Komisch heute, ne? Mit Brille auf der Nase. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte aus 10 Jahren. Wir hatten am Montag unseren 10. Hochzeitstag. Und das bringt mich dazu, mal zusammenzufassen, was in diesen 10 Jahren so passiert ist. Märchen beginnen mit Es war einmal. Es war einmal an einem Frühlingstag in Heiligendorf. Geschneit hat es nicht, aber geregnet. Da machten sich aus dem Jahnring 2 Autos auf, um in den Harz zu fahren und dort auf wunderschönes Wetter zu treffen. Und nicht nur darauf. Genau, Oh, die hält auch langsam an. Wer muss? Natürlich. Ja, das ist die Gegengondel. Wir bleiben uns jetzt. Die Böckchen neben uns dann stehen. Ja. Die wollen vielleicht verstecken. Die müssen jetzt auch warten. Die müssen jetzt warten. Die kommen da nicht gegen an. Das ist doch kein Problem. Ich begrüße Sie erstmal zwischen Himmel und Erde in unserem Trauzimmer, in unserer Traugondel. Sie haben ja unten am Anfang gesehen, dass da jetzt am Eingang auch das Schild Standesamt stand. Jetzt kommen wir erstmal zu Ihnen. Denn Sie beide sind heute die Hauptperson sozusagen. Denn Sie beide sind am 29. Januar in Wolfsburg beim Standesamt gewesen und haben gesagt, dass Sie heiraten möchten. Und entscheidend ist, dass bis heute keine Ehehindernisse bekannt geworden sind und ich als Standesbeamtin Ihre Eheschließung heute vornehmen kann. Entscheidend ist, wie gesagt, dass Ihre Gesellschaft heute auch angekommen ist. Vielleicht auch ein bisschen mit mulmigem Gefühl, aber zwischen Himmel und Erde ist das nun mal so. Das ist kein gerader Boden oder kein fester Boden, also so ein bisschen Schwanken gehört halt dazu. So, jetzt frage ich Sie beide, zwischen Himmel und Erde. Möchten Sie, Herr Ralf Zeise, Frau Sabine Erdmann, zu Ihrer Ehefrau nehmen? So antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Ich frage nur noch Sie. Frau Sabine Erdmann, möchten Sie Herrn Ralf Zeise zu Ihrem Ehemann nehmen? So antworten auch Sie bitte mit Ja. Ja. Nachdem Sie nunmehr beide mit Ja geantwortet haben, stelle ich fest, dass Sie beide Kraftgesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Sie sind jetzt verheiratet und nichts anderes. Rechtmäßig verbundene Eheleute. Ich gebe ehrlich zu, mir kommen immer noch ein bisschen die Tränen, wenn ich das höre. Es war damals schön und es ist nach wie vor. Wir haben natürlich noch wunderbar gefeiert mit unseren Trauzeugen, unseren Eltern und unseren Kindern. Und wir hatten auch einen ganz, ganz lieben Fotografen dabei. Wir amüsieren uns heute noch über den Spruch, sieht aus wie eine Hochzeit, aber wo ist denn die Braut? Mein oranges Hochzeitskleid konnte ich im selben Jahr noch zur Hochzeit einer lieben Freundin anziehen. Und im Jahr darauf zu unserer Hochzeitsfeier. Von einer 4-stöckigen Hochzeitstorte habe ich schon als kleines Mädchen geträumt. Und mein lieber Mann und ich haben extra vorher geübt, damit wir das Messer zwischen den Händen halten und nicht einer die Oberhand behält. Natürlich darf der Brautkuss nicht fehlen. Im Sommer 2010 fuhren wir noch als Hochzeitsreise nach Stralsund und Rügen. Viel Fahrrad gefahren, viel gelaufen, viel am Strand entlang gewandert. Es war herrlich. Wir haben immer viel unternommen. Wir sind nach Herrenhausen gefahren zum Blumenfotografieren, nach Auerbach, um den Schwiegervater zu besuchen. Seit 2011 fahren wir jedes Jahr einmal nach Dresden zum Dixieland Festival. In 2013 haben wir ein ganzes Fest der Fantasie gestemmt. Und ab 2014 zeigten sich die ersten Wolken. Wir waren immer noch viel unterwegs, aber ich nahm immer öfter den Stock oder gar den Rollator zur Hand. Aus dieser Zeit gibt es keine Fotos, weil es mir unglaublich peinlich war. Dieses Bild ist das erste, das mich im Rollstuhl zeigt. Mein Mann hat es gemacht, ohne dass ich was davon wusste. Sonst wäre ich wohl nicht so ruhig sitzen geblieben. Denn ich konnte noch immer ein Stück weit laufen.
Im April 2016 bekam ich das erste Rezept für einen Rollstuhl. Für längere Strecken, denn mehr als 200 Meter waren nicht mehr drin. Aber Treppensteigen ging noch. Mit ein bisschen Unterstützung durch die Krücken, aber ich kam noch hoch zu unserem Haus. Ganz langsam schlug die Peinlichkeit in Dankbarkeit um. Freunde treffen war ja immer noch möglich und mit dem Rollstuhl weit sicherer. In 2018 kam dann ein großer Durchbruch. Auf der Reha, Anfang des Jahres, lernte ich mich selber wieder besser kennen und auch mich, meine Behinderung und meinen Rollstuhl zu akzeptieren. Also ließen wir am Haus eine Rampe anbauen, damit ich auch so problemlos vom Auto ins Haus kam. Und im Sommer durfte ich zum ersten Mal in unserem Literaturverein durch den Zeremonienabend führen. Dieses Bild wird der ein oder andere von euch vielleicht kennen. Es zeigt meine Mutter, mich und meinen lieben Mann 2018 auf dem Dixieland Festival in Dresden. Ich liebe es, weil es so viel Freude ausstrahlt. Unsere Urlaube jetzt haben zwar immer was mit Planung zu tun, aber man kann trotzdem riesen Spaß dabei haben. So wie wir letztes Jahr im Miniaturwunderland. Mittlerweile bin ich nicht zuletzt durch diesen Kanal auch wieder vollkommen bei mir angekommen und kann meine Zeit genießen. So wie unseren 10. Hochzeitstag. Wir hatten ein ganz tolles Champagnerfrühstück mit Brotscheiben, die im Herzchen gelegt waren. Meine liebe Mutter kam tagsüber vorbei und brachte einen Blumenstrauß und eine selbstgemachte Karte. Und es gab den ersten Schnee in diesem Winter. Und so schließt sich der Kreis. Für den Moment. Tja, das war eine ganz schön bewegte Zeit. Und ich habe geschaut, es gibt relativ wenige Fotos aus den Anfangszeiten der Rollstuhlfahrergeschichte. Ich hatte lange damit zu tun, mich damit irgendwie anzufreunden. Ich bin meinem lieben Mann sehr, 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 sehr dankbar, dass er nach wie vor bei mir bleibt, dass er mir hilft, dass er mich unterstützt, wo immer es geht und dass wir uns nicht zuletzt am Montag wieder versprochen haben, dass das nur die ersten 10 Jahre waren. Und wie üblich am Freitag, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche und wir sehen uns beim nächsten Video.